wegen Few Lock und, ne? Alter Schwede. Eine schlechte Bezeugung. Fuelock-Suppe. Na endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes hau ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Cool. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Stimmt, wieso? Jetzt ist... Du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Okay, jetzt wird hier so eine Mistmühle. Was kann man damit jetzt machen? Ja, wir haben noch den Schlüssel. Alles nur für ein Zeug. Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Verdammter Butterstampfer. Achso, müssen wir bestimmt die Butterstampfer reinmachen, oder was? In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Na, dann nimm den Butterstamm, was der ideale Zylinder. Dafür und Alter. Von der Größe her würde das schon passen. Aber wozu? Es ist kaputt. Na dann, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte mal ein prima, aber bevor... Headset wieder aus. Ah. Warte mal, der hat doch hier so einen Reparaturladen. Vielleicht kann der uns ja helfen. Mal aufpassen, dass ich hier nicht hier rauskomme. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib. Ach, mein, ohne Witz. Wie meinen? Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Alles gut bei dir? Wieso? Ach nicht. Was war noch gleich deine Frage? Hm.
Vielleicht können wir den, vielleicht kann, weiß ich nicht, das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei... Komisch. Huch. Okay, können wir den da jetzt einsetzen? Weiß noch nicht genau wofür, aber... Wieso reparieren wir nicht das Auto von dem? Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um... Ich bin nur hier... Achso, ja, okay. Vielleicht können wir die... Ja... Hallo Rita, was gibt's Neues? Herr Schwester... Können wir die... Ah, scheiße. Ich glaube, ich soll... Dating-Plattform, vielleicht können wir die verkuppeln. Dann wäre der vielleicht abgelenkt und wir könnten dann das Auto... Weil der lässt sich ja anders nicht ablenken, außer mit Frauen, wie Dings dieser... Wo ist auf... Ich und es ist so und Familie. Hä? So wird das nicht, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Eventuell. Ich dachte, du hättest eine! Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Ja, ja. Du benimm. Wie können wir denn jetzt. Wie können wir denn jetzt die Erdnüsse zu Butter verarbeiten? Weil der Typ an der Baustelle, der hat doch, wenn wir die Glocke aktiviert haben, jetzt können wir Pause machen, aber ich brauche ein Erdnussbutter-Dings. Wir können die Rita da. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle soll. Red ja nochmal wieder. Was gibt Peschbeste? Was hältst du? Ah, ist klar, ich komme das tatsächlich. Chronicle aus der Werkstatt. Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Ich glaube, ich passe. Das höre ich so. Und jetzt fahren wir immer. Manchmal über. Die müssen wir bestimmt verkuppeln irgendwie. Schnau hätte hier von. Howdy, Rufo. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Aha, welche voll. Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt... Aber... Ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber... Oh je. Yeah. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Jetzt reden wir mal mit Rita. Was gibt es? Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Ich glaube, das ein Na. Okay. Ich glaube, das letzte ein Na. Ich soll. Ja, nu, wie kriegen wir denn jetzt einen Anzug und den ganzen Shit? Vom A mit Uniform. Und wie kriegen wir denn jetzt diese Tricks? Oder vielleicht können wir die ja jetzt mit dem. Aber. Du dachtest. Für die Liebe? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco mit
Chronicle? Ja, aber es geht tatsächlich zum Hunger das Spiel. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja! Ja! Für Rita und Rocco! Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns! Für die Liebe! Für die Liebe! Für die Liebe! Easy. Ernsthaft? Das war jetzt einfach. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Wir bringen die eigentlich um, ne? Zylinder mit Erdnüssen? Und du? Müssen wir die jetzt da einsetzen, damit die da... Der würde hier genau hin, aber warum nicht? Nee. Damit kann man mehr nicht. Wie stumpfe ich die denn jetzt? Ach so. Wir müssen bestimmt die Milch da reinmachen. Und nu? In das da rein, vielleicht? Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Nimm mit dem Mist. Von mir so aus. Erdnussbutter ist klar. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Ganz ehrlich? Nein, nein, halt. Weil wir es jetzt nicht mehr aufmerksam, ne? Ich glaube, wir haben da wieder irgendwas Vernichtendes gemacht. Komm her, gib ihn. Das muss jetzt klappen. Sieht mir langsam die Ideen aus. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Mmh, ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Jetzt sind wir wieder in Ausgabe der Head der Zukunft. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Und? Ich hoffe, ich verderbe mir nicht den Appetit für meine echte Mittagspause. Immerhin kann man das hier wohl kaum zählen. Ich bohre ja. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Hä? Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Hm. Hast recht. Ist klar. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Biomärkte, auf jeden Fall. Alles, was die Welt nicht braucht. Bio, Scheiß. Ja, natürlich. Hä? Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Ich sollte. Moment. Ich hatte schon. Warte, wir müssen bestimmt die Zeitung lesen. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Okay. Huhu, na klar, es geht. Ich suche noch immer nach. Ich hab meinen Freund. Und zwar... Easy Man, man trägt jetzt Turban. Ach ja?
Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Wer ist denn sein scheiß Informant? Diese Haare, ohne Witz. Für die hat man Malara. Und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da. Und jetzt verschwinde. Portalkarte? Aber die Portale sind ja aus. Das heißt, wie kommen wir denn da hin? Oder können wir jetzt, warte mal. Vielleicht können wir mit der Zeitmaschine ja da hinfahren. Das wäre mal mega cool. Können wir das machen? Verdammter Butt. Dafür brauche ich nur. Nee. Schade. Das wäre echt cool gewesen. Ach so, die Portal. Das ist eine. Ach. Das ist die Portalkarte. Ich dachte, das ist so eine Chipkarte. Die müssen wir jetzt. Alles klar.